So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 28. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich den DAX thematisieren, der gerade unter seiner Trendlinie, die wir jetzt seit langer Zeit ja thematisiert haben, die bis dato gehalten hat, werden können. Den Bruch unter diese thematisieren. Könnte durchaus sein, dass da noch ein bisschen mehr bärische Action jetzt tatsächlich folgt. Zur Eröffnung war das noch nicht ganz klar, aber mit der Markierung potenziell neuer Tagestiefs ist da jetzt eben tatsächlich der Weg in Richtung der 15.600er Region geebnet. Spannendster Markt ist das mit Sicherheit nicht. Ehrlich gesprochen muss ich sagen, gefallen mir diverse Einzeltitel heute recht gut eigentlich. Also AMD hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Das war gestern relativ choppy, aber mehr und mehr topisch, was sich da herauskristallisiert hat. Eine Ergänzung eben zu AMD lohnt natürlich auch einen Blick auf zwei andere Unternehmen heute. Ford gestern nachbörslich Zahlen gebracht, waren eigentlich jetzt nicht so outstanding in Anführungsstrichen, aber allein die Ankündigung, dass eben Ford ab dem vierten Quartal wieder plant, eine Dividende auszukehren, sorgt dafür, dass die Aktie natürlich verstärkt Nachfrage sieht tatsächlich. Und in dem Zusammenhang laufen wir jetzt in einen technisch ziemlich interessanten Bereich. Also das ist nicht die volatilste Aktie, aber da könnte sich doch etwas herauskristallisieren. Und nicht die volatilste Aktie beinhaltet natürlich auch, dass wir eventuell da heute eine Trading-Gelegenheit bekommen, wo wir mit relativ wenig Risiko eventuell den einen anderen Punkt eventuell verdienen können, sofern sich denn das Momentum dann entsprechend darstellt. Also Ford ist auf jeden Fall ein interessanter Trading-Kandidat heute. eBay hat gestern auch Zahlen gebracht, die waren auch solide, aber das, was hier überhaupt nicht geschmeckt hat, in Anführungsstrichen, war sicherlich die Guidance. Auch da könnte sich eine Korrekturbewegung in Richtung der 70er-Region vielleicht abzeichnen. Auch darauf werfen wir natürlich einen Blick. Wir wollen einen Blick werfen natürlich auf den Kryptobereich. Ich will weiterhin vermeiden, dass wir hier irgendwie auf Shiba Inu oder sonst dergleichen irgendwelche reine Zockerprodukte, weil was anderes sehe ich da nicht, ehrlich gesprochen. Wollen wir nicht den Blick drauf werfen, wir wollen lieber uns den etablierten Kryptos, wie beispielsweise Bitcoin, hier an der Stelle widmen. Blick natürlich auf Gold werfen, 1800er Marke, mit der hier das Edelmetall eben kämpft. Und ja, dann vielleicht auch einen Blick werfen auf das, was heute die EZB uns präsentiert. Heute Nachmittag, 14.30 Uhr, Pressekonferenz. Mal schauen, vielleicht gibt es da irgendwelche Andeutungen, die in Richtung eines restriktiveren geldpolitischen Kurses kommen. Innerlich muss ich schmunzeln, jetzt ein bisschen drängt das auch nach außen. Nein, das wird es natürlich nicht geben. Es wird keinerlei restriktiven geldpolitischen Kurs geben. Die EZB kann gar nicht anders, als weiterhin all in zu gehen und diesen Wahnsinn, diesen geldpolitischen eben voranzutreiben. Aber natürlich kommen Spekulationen hoch, nachdem gestern die Bank of Canada in dem Zusammenhang hier einen überraschend restriktiven Ton angeschlagen hat. Der kanadische Dollar infolgedessen halt auch entsprechend Aufschläge gesehen hat. Das gibt vielleicht so ein Spillover jetzt, dass da eine Erwartungshaltung sich etabliert. Aber sind wir ganz ehrlich, also eher erwarte ich noch, dass vielleicht die Fed in irgendeiner Form geldpolitisch sich restriktiver darstellt, als dass die EZB sich zumindest nicht zu meinen Lebzeiten, sofern der Euro das überhaupt noch überlebt, und ich bin jetzt noch nicht der Älteste, dass die irgendwann mal irgendwie irgendwo plant, irgendwie mal den Zins im Hinblick auf den, ich nenne ihn mal klassischen Euro, eben anzurühren. Ja, bevor wir uns offiziell starten, einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin, gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon mache man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil erstmal vertraut und dann ausgehend davon entscheidet man, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Beginne kostenfrei und risikofrei, besonders mit einem Demo auf markets.com/de. Darüber hinausgehend natürlich kann man dann auch ein Live-Konto früher oder später eben auf den Weg bringen und den Handel, sofern sich der Handel dann für einen eignet, ausgehend von seinem Risikoprofil eben auf den Weg bringen. Vollständiger Risikohinweis markets.com/de, dort auch alle Informationen über die darüber hinausgehende Produktpalette, nicht nur CFD, SFX, sondern klassisches sogenanntes Multi-Asset Brokerage, das heißt also auch physische Aktien, auch ETFs, die hier in diesem Zusammenhang handelbar sind. Gerne eine E-Mail an die Elena schicken in Bezug auf weitere Fragen hinsichtlich nicht nur der Risiken, sondern auch der verfügbaren Handelsprodukte. Kontaktiert mich gerne jederzeit mit Fragen rund um die Märkte zu betrachtenden Assets unterhalb dieses Videos, sei es dann aber auch darüber hinausgehend per Mail oder sei es über meine Webseite, mein Forum jk-trading.com/forum oder aber über Twitter. Und ja, stellt dort gerne jederzeit alle eure Fragen zu allen möglichen Märkten. Hier einmal der Blick jetzt auf die MarketsX-Handelsplattform und ich räume ein bisschen kurz im Hintergrund hier auf. So, einen Augenblick. Schau jetzt nochmal eben hier. So, schau jetzt nochmal hier, ob alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal sehr fein aus. Guten Morgen kommt auch an. Oh, ich sehe gerade übrigens. Oh, weia.
Ja, das geht ja gar nicht. Guten Morgen, Trey, das muss ich ja noch reinschreiben. So, ein Halloween-Deal, der mir hier angeboten wird, aber den brauche ich gerade nicht. So. Guten Morgen, Traders. Also, das ist die Chatbox. Da könnt ihr jederzeit alle eure Fragen stellen. Und ja, dann blicken wir auf den DAX, beziehungsweise dann gleich auch entsprechend auf die Einzeltitel. War jetzt gestern tatsächlich in Bezug auf AMD nicht unbedingt die attraktivste Price-Action. Ich habe gestern auch ehrlich gesagt meinen Handel doch deutlich runtergefahren. Also, tatsächlich, ich habe keinen Trade gemacht gestern. Hatte einfach den Umstand, ich hatte gestern eine etwas anderslautende Agenda. Also ich habe meine klassische Routine einfach unterbrochen und dann hast du sofort, also habe ich sofort gemerkt, das war einfach alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Ich war irgendwie dann doch vorbereitet, weil du kannst natürlich ausgehend von deinen sonst angesteuerten Kennzahlen, was du natürlich in der Lage, dann sofort zu sehen, okay, das sind die und die Level, die sind interessant, das sind potenziell heiße Titel für den heutigen Tag und dergleichen. Und das haben sich dann auch die auch schon im Morning Meeting gestern thematisierten Titel halt als interessant und auch potenziell heiß herauskristallisiert, sei es jetzt beispielsweise AMD gewesen oder beispielsweise eben sei es auch Robin Hood gewesen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz war es einfach so, dass ich ja, dass ich einfach da so eine Unterbrechung einfach meiner Routine hatte, habe das sofort gemerkt, habe dann folglich einfach mich auf das Betrachten der Price Action konzentriert. In dem Kontext natürlich hat sich allerdings herauskristallisiert, dass die von mir identifizierten Level im Blick auf dann gleich AMD als relevant herauskristallisiert haben. Also die Inflection bleibt 122, der ein oder andere erinnert sich vielleicht dran. Ich hatte am Montag ja sowas zu Snap thematisiert gehabt, am Montag ist nichts mehr rausgekommen, ein relativ unspektakulärer Handel. Trade habe ich dann am Dienstag gehabt. Und da läuft heute Abend übrigens ein Tutorial bei mir im YouTube-Kanal ein. Also wer da Interesse hat, der schaut da gerne vorbei, 18 Uhr. Da thematisiere ich den Trade, die Gedanken, die dahinter gesteckt haben und dergleichen. Und eventuell reimt sich zumindest mal die Geschichte hier heute mit AMD, wenn sich dort eben ein Bruch unter 122, vielleicht beziehungsweise ein Break unter die 121 herauskristallisiert. Ich greife ein bisschen vor. Wir wollen zunächst einmal einen Blick auf den DAX werfen. Allerdings ist der nicht so spektakulär. Das ist relativ schnell, ist das abgearbeitet fast, möchte ich sagen. Dieses bullische Momentum, was wir hier auf den Weg gebracht haben am Dienstag, diesen kurzen Drive, der uns in Richtung der 17, Entschuldigung, 15.780er Region, der 15.800er Region geführt hat, dieser bullische Drive ist erstmal hier zum Erliegen gekommen. Wir toppten dann bereits aus am Dienstag. Gestern setzten wir zu keiner erneuten Attacke auf diesen Bereich an und driften jetzt eben abwärts. Das heißt also, wir korrigieren einen Teil bis komplett die Aufschläge aus diesem Bereich. Jetzt könnte man natürlich zu der Überlegung kommen, dass man sagt, naja, sieht doch ganz danach aus, als wenn man hier so eine Bull Flag vielleicht herauskristallisiert. Also das heißt, so eine Flagge, die dann vielleicht sich früher oder später durch entsprechend eben einen Bruch auf der Oberseite hier, also man kann es ja hier oben auch sehen im Stundenchart, dass diese sich entsprechend nach oben auflöst, würde auch mein grundsätzlich weiter eigentlich bullisches Bild für den DAX bestätigen. Dann ist allerdings jetzt wirklich zügig nötig, also für mich jedenfalls, dass wir den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zurückerobern. Ich nehme die jetzt mal wieder raus, weil ich habe gerade festgestellt, die ist jetzt blau. Das fällt jetzt ein bisschen zusammen hier mit dem zeitgleich auch gleitenden Durchschnitt, der ebenfalls in blau gehalten ist. Dann möchte ich jetzt aber auch sehen, dass wir den zügig zurückerobern können und dass wir hier entsprechend eben ein klares Signal senden, dass es das nach unten war. Also das ist jetzt keine dynamische Abwärtsbewegung, die wir eigentlich erwarten würden. Vor dem Hintergrund, dass wir eben hier den Bereich um die gestrigen Tagestief sehen und da erwartest du eigentlich schon hier in dem Bereich kurz nach 8 ist es eigentlich gewesen, also zwischen 8 bis 9 ist es das Fenster gewesen, dass da so ein Flush-Moment kommt, der dich dann entsprechend tiefer bis in Richtung der, passen wir vielleicht auch mal hier an, Ausbruchregion und 15,6 führt. Also das ist hier diese Region um diese gestrichelte grünfarbene Linie jetzt, diese Auflagepunkte dort, die dann den Bereich um 15,6 als Kursziel aktivieren würde. Dass dieses dynamische Momentum ausgeblieben ist, das zeigt, die Bären sind offensichtlich ein verhaltener, als man es eigentlich erwarten würde. Also das bedeutet etwas anderes. Das ist ein tendenziell positives Signal, was dort gesendet wird, was diesen Bullenflaggencharakter nochmal unterstreicht. Und dass die Auflösung stattfindet, die uns dann über die 15.800 bis 16.000, vielleicht dann nicht unbedingt jetzt heute oder morgen, aber in der kommenden Handelswoche führt. Nur ist es eben so, und das kann man dann hier auch erkennen, wir sind eben in einem technischen Schlüsselbereich. Wir sind nämlich jetzt tatsächlich durch diese gestrige Seitwärtsdrift auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier draufgelaufen. Und die gilt es natürlich jetzt zu verteidigen. Sobald wir aus dieser rausbrechen und wir attackieren diesen Bereich ernsthaft, also das kann man hier nicht ganz so gut erkennen, aber bei genauer Betrachtung wird das schon offensichtlich,
Dann haben wir einfach mal einen Bruch dieser Aufwärtssequenz, die sich herauskristallisiert hat, post dieses Flushs, das ist ungefähr 3 Wochen her, hier unter die 15.000er Marke, wo wir ausgebottomt sind, in Anführungsstrichen, um 14.800 Punkte und würden dann einfach diese Sequenz verlassen. Also das wäre jetzt nicht tief bearish, aber es wäre zumindest mal ein erster Schuss gegen den Bug, in Anführungsstrichen, für die Bullen, dass eben offensichtlich dem DAX jetzt hier so ein bisschen die Luft ausgeht und eben nicht dieses Catch-up stattfindet. Also Catch-up bedeutet, dass man eben eine kleine Aufholrallye startet, denn während nämlich der S&P eben schon auf neue Allzeithochs vorgestoßen ist und sich jetzt natürlich auch konsolidierend seitwärts präsentiert, aber die Aufwärtsbewegung hier nichtsdestotrotz so lange intakt hat halten werden können, bis wir dann neue Allzeithochs markiert haben, ist es dem DAX eben nicht gelungen. Und das ist durchaus etwas, was so ein bisschen Sorge nach sich zieht, dass man vielleicht dann jetzt, sollten wir unter 15,6 dann vielleicht sogar brechen, vielleicht auch nochmal einen Schub auf der Unterseite zu sehen bekommen. Also ich will den Teufel noch nicht an die Wand malen. Und wie gesagt, wir sind jetzt aktuell so im Schlüsselbereich und es ist jetzt nötig, dass die Bullen einfach auch zeigen, dass sie da sind und dass sie willens sind, entsprechend eben dann die 15,7 deutlich zurückzuerobern, Intraday den EMA 50 zurückerobern, dann für mich relevant auf 5-Minuten-Basis und damit weiteres bullisches Momentum eben auf den Weg bringen. Aber es wird Zeit, also es wird wirklich Zeit und mal schauen, ob das gelingen wird, ob das gelingen will. Im Hinblick hier auf den S&P ist es so, dass ich sagen würde, der Bereich, auch wenn das ein sehr evolutives Marktumfeld ist, aber 4.570 ungefähr. Also diese Region, das sind die gestrigen, das sind gar nicht mal so die ganzen Tagestiefs, ne? Wir haben in den Abend hinein sogar noch mal tiefere Tiefs gesehen um 4.550. Also wenn wir die 4.570er Region zurückerobern, dann könnte das auch für den DAX so ein bisschen Rückenwind nach sich ziehen. Jetzt sind allerdings die US-Märkte wiederum abhängig von den europäischen, die sich nicht so stark präsentieren. Also demnach wäre es wahrscheinlich nötig, dass wir hier noch ein bisschen Geduld an den Tag legen müssen und dann mit der Markteröffnung 15:30 Uhr eventuell genau diesen Drive zu sehen bekommen. Über die 4.570, die dann auch entsprechend für den DAX nochmal die Rückeroberung der 15.7 und dann vielleicht sogar ganz in Richtung 15.8 denkbar macht. Sollten wir stattdessen unter 4.55 rutschen, dann wäre das mit Sicherheit auch hier noch kein wirklicher Beinbruch, aber es würde zumindest mal eine leicht tiefere Korrektur bis in Gefilde im S&P bis 4.520 Punkten nach sich ziehen. Oder zumindest das Potenzial bis in diesen Bereich freisetzen. Und das wäre natürlich dann zeitgleich korrespondierend, sehr wahrscheinlich, mit entsprechend hier einem Rutsch in Richtung der 15.600er Region. Jetzt sieht es erstmal passabel aus. Ja. Wir werden gleich in den Folgeminuten das noch uns näher betrachten. Es kommt erstmal hier diese potenzielle Rückeroberung. Wir haben schon zwei Versuche gestartet, die sind jeweils fehlgeschlagen. Aller guten Dinge sind drei, in Anführungsstrichen. Ganz besonders, wenn wir jetzt neue Tageshochs markieren würden, dann wäre das durchaus korrespondierend mit eben einer deutlichen Rückeroberung der 15.7 und das könnte dann bereits eben das klare Signal senden, dass wir auf der Unterseite fertig sind. Aber nochmal warten wir mal ab, die kommenden Handelsminuten, wie sie sich entsprechend darstellen. Ja, vielleicht wird der eine oder andere sich fragen an der Stelle, warum ich jetzt keinerlei Thematisierung hier von der, wie soll ich sagen, dass ich keinerlei Thematisierung der EZB hier auf den Weg bringe. Das hat damit zu tun, weil ich nicht glaube, dass die überhaupt noch eine Rolle spielt. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Also es gibt ja durchaus, ich nenne sie jetzt mal vielleicht Euro-Apokalyptiker, die so das Endgame des Euros eben tatsächlich hier zum Thema machen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich denke auch, dass wir im Hinblick auf die expansive Notenbankpolitik der EZB einen alternativlosen Kurs eingeschlagen haben, der sich schon frühzeitig abgezeichnet hat. Die EZB hat lange Zeit ja den Zins trotz sich deutlicher aufhellender konjunktureller Daten eben verpasst, den Zins anzuheben, was sie auch gar nicht konnte, denn dafür müssten diese Zahlen ja auch auf einem realen Fundament stehen. Und durch die Inhomogenität in der Eurozone der einzelnen Mitgliedstaaten war klar, dass eine sich konjunkturelle aufhellende Situation, beispielsweise in der nordeuropäischen Hemisphäre, dass diese sich eben nicht zwangsläufig auf die südeuropäische Peripherie im Euroraum eben ausstrahlen dürfte und dass diese Länder eben ausgehend von ihren Schuldenständen die massive Unterstützung und die Manipulation der Zinsen durch die EZB essentiell nötig haben, um überhaupt weiter solvent zu bleiben. Demnach war das eigentlich nie wirklich eine Option. Und jetzt, wo sich eben auch in den nordeuropäischen Mitgliedstaaten, besonders in der größten Volkswirtschaft Europas, eben ein Economic Downturn herauskristallisiert, eine Rezession, eben die unweigerlich uns bevorsteht, beziehungsweise in der wir uns wahrscheinlich, man möchte sagen, schon befinden. Vielleicht sind wir sogar schon in einer Depression an dieser Stelle, die
die technisch gar nicht so wirklich definiert werden sollte, sondern sich eher durch den Bias unter den Marktteilnehmern beziehungsweise unter oder in gesellschaftlicher Form eben tatsächlich widerspiegelt. Das sind eben jetzt Umstände, die der EZB unweigerlich vor Augen führen, dass sie im Grunde genommen ohne geldpolitischen Stimulus einen völligen Kollaps der europäischen Wirtschaft eben nach sich ziehen würden, sofern das, was sie überhaupt dort mit ihrem geldpolitischen Stimulus auf den Weg gebracht hat oder den Motor, wie sie ihn am Laufen gehalten hat, überhaupt Wachstum auf den Weg bringend bezeichnet werden kann. Im Endeffekt war es eigentlich von vornherein oder die ganze Zeit ein Motor, der einfach einen massiven Kolbenfresser einfach schlichtweg hatte, den man damit übertüncht hat, dass man einfach literweise in Anführungsstrichen Öl in den Motor gekippt hat. Also ich erinnere mich dann immer noch an mein Moped, was ich als 15-, 16-Jähriger einfach hatte. Die Karre hatte auch einen Kolbenfresser und ist trotzdem gelaufen. Also zwar Leistungsabfall und dergleichen, aber wenn du genug Öl reingekippt hast, dann hat das Ding trotzdem gut funktioniert. Und genauso kann man sich den Euro sehr bildlich vorgestellt eben auch vorstellen. Und von diesem Pfad wird die EZB nicht abweichen. Das, was jetzt tatsächlich vielleicht überraschend käme, aber was eigentlich nur ganz peripher überhaupt, wenn überhaupt thematisiert wird, weil es nämlich das Risiko birgt, dass es die Liquidität der Kreditmärkte massiv austrocknet und infolgedessen dann dramatisch sich auf die Kreditvergabe beziehungsweise Geldmarkt grundsätzlich auswirkt und einen Liquiditätsengpass nach sich zieht, von dem ganz besonders dann Länder wie Italien oder beispielsweise auch Spanien, Italien vielleicht noch ein bisschen dramatischer sogar, ausgehend auch von den jüngsten Entwicklungen, die dort im Bankensektor stattfinden, und ausgehend auch vom Umstand der sozialen Verwerfung, die wir dort zu sehen bekommen. In den Mainstream-Medien bekommen wir davon nicht viel mit, aber das, was man so hinter verschlossener Tür beziehungsweise hinter vorgehaltener Hand mitbekommt, sind die dortigen Verwerfungen infolge dieser, ja, man muss sagen, totalitären Strukturen, die da etabliert werden, Stichwort grüner Pass und dergleichen, ist das durchaus in Kombination ein ziemlich brisanter Cocktail, der besonders dann, wenn es dann auch noch zu einem wirtschaftlichen Kollaps käme, wäre das durchaus etwas, was nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gießen würde. Und demnach wird auch die EZB, die das sicherlich in aller Öffentlichkeit nicht thematisieren wird, aber hinter vorgehaltener Hand mit oder hinter verschlossener Tür mit in ihre Betrachtung mit einbeziehen, um eben dort in Anführungsstrichen den Deckel auf dem Topf zu halten. Also man kann schon erkennen, im Großen und Ganzen wird man an dem geldpolitischen Kurs nichts ändern. Ähnlich wie gestern. Ich will mal ganz kurz gucken, übrigens, gucken, wir machen mal ganz kurz den Dollar, kanadischen Dollar hier auf. Dann sieht man ungefähr, wo jetzt meine Worte herkommen, also warum ich das zum Thema mache. Wirklich erkennen kann man es ja fast nicht. Also da sieht man auch, wo wir eigentlich hier so geldpolitisch stehen, beziehungsweise was über die Jahre stattgefunden hat. Ich mache mal kurz Folgendes. Bank of Canada, ich habe dazu tatsächlich gar keinen Tab vorbereitet, fällt mir gerade auf. Bank of Canada, Rates, Rate, ja, können wir so machen. Guck mal kurz, ob wir das hier irgendwo schön. Ja, den können wir nehmen. Du hast nicht geguckt. Ich gehe mal davon. Unter Vorbehalt, ich kenne die Seite nicht. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere die. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie ein Portal ist, wo sich irgendwelche dubiosen Gestalten irgendwie die News herziehen oder sonst dergleichen. So à la, wie heißt die Seite von Mr. Bannon, dem ehemaligen Berater von Donald Trump, Breitbart oder irgendwie so. Ich hoffe jetzt, dass das nicht sowas ist. Ich habe es jetzt hier in Weise, ich habe einfach nur draufgeklickt, weil es die Headline einfängt, ja. Das muss man ja heute alles doppelt und dreifach so noch auf den Weg geben, um nicht gleich in irgendeine Ecke geschoben zu werden. Man muss ja auch mittlerweile aufpassen, was für eine Einschätzung oder Meinung man hat, um nicht von den falschen Leuten Beifall zu bekommen, den man gar nicht möchte eventuell, aber den man bekommt, um dann nicht gleich auch entsprechend abgestempelt zu werden. Also ziemlich verrückte Zeiten, in denen wir mittlerweile leben. Aber also ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist, welche Webseite das ist. Ich habe das jetzt vorher nicht gecheckt. Das ist jetzt der Preis, den ich dafür zahle, dass ich da nicht ganz so gut vorbereitet bin. Aber Bank of Canada ends quantitative easing, leaves interest rates untouched. Also gestern haben die eine Notenbankentscheidung gehabt und haben halt in dem Zusammenhang hier angekündigt, dass sie eben ihr geldpolitisches Anleiheaufkaufprogramm, ihr expansiven Kurs eben zum auslaufen lassen. Und das hat dazu geführt, das ist erstaunlich, also wenn man sich das jetzt mal anguckt, das haben wir hier oben, haben wir rechts, haben wir den Stundenchart, was wir erkennen können ist, dass sich alles in allem die Vola erstaunlich hoch dargestellt hat und dann allerdings auch wieder erstaunlich niedrig. Also wir sehen,
so wie ich es jetzt zumindest in der Nachbetrachtung, ich habe es nur peripher mitbekommen, weil wie gesagt, mein Hauptfokus, der liegt mittlerweile weniger auf Devisen oder globalen makroökonomischen Entwicklungen, besonders im Devisenbereich, die dann ein bisschen, ich sag mal, peripher sind. Natürlich weißt du geldpolitisch oder auch wirtschaftspolitisch, wo steht die Eurozone, wo steht die USA, aber es ist nicht mehr so, dass ich wie vor, ich sag mal, 5, 6, 7, 10 Jahren hier mich dann auch intensiv mit den geldpolitischen Entwicklungen, zum Beispiel in Australien, auseinandersetze oder in Kanada beispielsweise. Da ist mein Fokus komplett weggewandert, einfach durch diese sich komplett auflösenden Zinsdifferenziale, mega negativ nicht, aber niedrige Volatilität einfach in Devisen. Und da habe ich einfach meinen Fokus anderweitig, der sich jetzt eben findet, also ganz besonders im Einzeltitelbereich. Hier sehen wir auf jeden Fall, wir kommen von rund 1,24, werden im Tief hier gehandelt bei rund 1,23. Das war noch vor 10 Jahren war das eine Standardbewegung, die wir zu den Non-Farm Payrolls haben sehen können. Ja, auch dann besonders im Euro-US-Dollar. Heute sind wir erstaunt, dass solch eine Ankündigung eine 100-Pips-Bewegung nach sich zieht im dollar-kanadischen Dollar. Und folglich kann man da schon Rückschlüsse drauf ziehen. Das ist im derzeitigen Umfeld verhältnismäßig hoch, die Volatilität, auch wenn sie insgesamt eigentlich hier für dollar-kanadischen Dollar nicht wirklich ein Gamechanger zu sein scheint, weil wir nämlich dann wiederum die Region um 1,23 haben zumindest halten können. Also jetzt aktuell wird ein Teil dieser Bewegung wieder abverkauft. Was das jetzt mit der EZB zu tun hat, das ist, ohne da jetzt auch weiter hier in das übergeordnete Bild im Dollar-Cut einzugehen, das hat damit zu tun, dass man natürlich jetzt durch diesen Schritt der Bank of Canada hier, das geldpolitische Programm eben entsprechend zu reduzieren, dass wir dann eben Erwartungen getriggert sehen, dass eventuell auch die EZB von diesem expansiven Kurs abweichen könnte, was sie nicht wird. Also wir haben jetzt parallel dazu, wie gesagt, auch die Fed, die jetzt das schon seit einiger Zeit über ein Taper fabuliert und geldpolitische Restriktionen auf den Weg plant zu bringen oder beziehungsweise einen weniger aggressiven Anleiheaufkauf am Kurs eben plant voranzutreiben, beziehungsweise dass dieses, ich nenne es mal Not-QE, ausläuft, dann sollte diese Reduktion der Anleiheaufkäufe ab November, Dezember auf den Weg gebracht werden. Dann haben wir eben ab Juni, Juli nächsten Jahres sind wir bei Null angekommen, also der kompletten Reduktion. Und dann ab Dezember werden ja bereits Zinsanhebungen entsprechend spekuliert. Genau so könnte man jetzt auf den Schluss kommen, dass man sagt, naja, vielleicht sowas Ähnliches bekommen wir dann heute kommuniziert seitens der EZB. Ich denke nicht. Also das ist meine Einschätzung diesbezüglich. Es käme wirklich überraschend, wenn wir in diese Richtung gehen würden. Und das beinhaltet dann unterm Strich eben auch, dass ich eine Reformulierung des Status quo einfach schlichtweg seitens der EZB erwarte und deswegen da auch nicht en Detail drauf eingehe, ganz besonders nicht im Hinblick auf Equities. Das höchste der Gefühle ist eventuell noch, dass wir ein bisschen Schwankung, ein bisschen Vola im Devisenbereich zu sehen bekommen. Hier allerdings kann man erkennen, wenn man sich das übergeordnete charttechnische Bild anschaut und auch das Scheitern jetzt erneut, das Überrollen gegen die 1,17er Region, das Ausbrechen aus dieser Konsolidierung hier oben rechts ist die Stunde. Zwischen 1, das waren 16,70, im Tief waren 16,20, also diese 50 Pips Range sind wir jetzt auf der Unterseite ausgebrochen. Wir akzeptieren das niedrigere Bewertungsniveau, auch wenn es nur 20 Pips tiefer ist. Aber wir sehen, dass wir um die 1,16er Marke pendeln und sollte jetzt seitens der EZB nichts in irgendeiner Form darauf hindeuten, dass man den geldpolitischen Pfad ändert, dann sollten wir davon ausgehen, dass wir uns auf der Unterseite nochmal in Richtung der 1,15er Region orientieren und dass diese Abwärtssequenz eben sich hier weiter fortschreibt, mindestens bis in Richtung der 1,14er Gefilde. Man erwartet aber auch nicht zu viel im Hinblick auf die Volatilität, einfach nur der Vorteil bleibt weiter auf der Short-Seite und das gilt so lange, wie wir unterhalb von 1,1670 handeln. Lass mich gerne eines Besseren belehren und ich würde mich sehr freuen, wenn es da eine Überraschung gäbe, eine geldpolitische. Dann haben wir morgen hier auf jeden Fall mal einen stärkeren Fokus auf dem Euro-US-Dollar. Ich bin da gerade, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch. Ja, das also zum Euro-US-Dollar an der Stelle. Führt uns zu den Einzeltiteln. Ich mache mal jetzt kurz Folgendes. Ich räume hier ein bisschen auf, auch da. Also ich nehme Dollar Cut mal wieder raus. Ich nehme Ford rein und ich nehme dann auch gleich eBay rein. AMD haben wir schon. So. Und ich gucke mal kurz in die Chatbox. Mit Adaption kann man das machen. Eine Frage vollends unvertraulich fragt, ob man ein Setup zu diesem Gummiband-Trade, ob man das anpassen kann.
In Bezug auf die US-Eröffnung kann man, ja. Und ich würde allerdings ein anderes Zeitfenster natürlich dann entsprechend nehmen. Also ich würde auch nicht 14:30 Uhr nehmen, sondern ich würde zum Beispiel 14 Uhr nehmen. Das ist eine ähnliche Herangehensweise oder basiert auf demselben Denken wie im Hinblick eben auf die Einzeltitel, wo ich ab 14 Uhr eben den vorbörslichen Handel der Einzeltitel, die ich dann für interessant erachte, ausgehend von einem News Release oder dergleichen, eben beginne heranzuziehen. Und da dann eben den institutionellen Handel zum Leben erwachen sehe, in Anführungsstrichen. Da wäre es das Zeitfenster also 14 Uhr bis 15:30 Uhr. Und dann wäre es so, also in Bezug auf den EMA 50 würde ich da eine Anpassung vornehmen. Also zum Beispiel würde ich den Open Range Breakout Ansatz, bei dem der EMA 50 als Vorzeigeidentifikator für den DAX eine Rolle spielt, den würde ich zum Beispiel in Bezug auf den S&P 500, würde ich den dahingehend anpassen, dass ich da nicht die 5-Minuten-Ebene für solchen Open-Range-Ansatz am traden würde, sondern die 15-Minuten-Betrachtung. Und dann wäre es der EMA 10 tatsächlich. Also das heißt, Betrachtungen, die ich da mal vielleicht in einem ein oder anderen Webinar in der jüngeren Vergangenheit mal zur Verfügung gestellt habe, ist auch ein bisschen älter schon, das ist tatsächlich der EMA 10. Jetzt könnte man allerdings an der Stelle sagen, die gehen in die ähnliche Richtung. Jetzt könnte man nämlich grob sagen, dass also 15-Minuten-Chart ist dreimal so viel wie ein 5-Minuten-Chart. Demzufolge ist eine EMA 10 auf 15 eigentlich ein EMA 30 auf 5-Minuten-Basis. Natürlich sehr, sehr grob, aber man sieht, da sind leichte Adaptionen einfach notwendig. 14, genau, und dann nochmal diese Gummibandgeschichte. Da würden wir dann Folgendes machen: Dann gucken wir uns einfach an, nehmen wir mal gestern als Beispiel. Hoffen wir mal, dass das Ding jetzt aufgegangen ist. Was sieht's? Na, boah, ich weiß gar nicht, ob es aussieht. 14 Uhr hier, ja. Da sind wir bei 4568. Was haben wir hier? Na, schwierig, weil du läufst weg, ja, aber nichtsdestotrotz, also dieser Gummibandeffekt, der findet dann ziemlich genau um 15:30 Uhr statt. Du möchtest das eigentlich auch sehen, dass das nicht unbedingt in dieses erratische Umfeld dann zum Wall Street Open stattfindet. Aber die Überlegung ist wirklich, du guckst um 14 Uhr auf den Eröffnungstick dann. Also wir haben auch vorher natürlich schon, deswegen ist das ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber die Überlegung lässt sich schon anwenden. Schwierig ist es deswegen, weil, wie gesagt, wir haben ja den europäischen Handel und wir haben auch schon ein verhältnismäßig wiederum hohes Volumen in Relation zumindest zu dem, was im DAX läuft, dann über den nächtlichen Handel. Das ist vielleicht ganz berücksichtigenswert an der Stelle. Aber es ist so, dass wir, wie gesagt, dann den Eröffnungskurs hier nehmen könnten, würden dann sagen, 14 Uhr sind wir bei 4568, warten dann ab, dass wir uns eine bestimmte Distanz wegbewegen von diesem Kurs. Würden in dem Zusammenhang vielleicht, weiß ich nicht, wo stehen wir aktuell? Ah, das ist ein bisschen viel vielleicht, das macht keinen Sinn. 2 Punkte, 2,3 Punkte, das ist ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Ja, könnte man, ich weiß nicht. Also Anpassung des Zeitfensters ist auf jeden Fall 2,3 Punkte, scheint mir einfach ein bisschen zu wenig. Da möchte ich mindestens 4 Punkte sehen, vielleicht 5 an der Stelle sogar. Jetzt sieht man allerdings 4,568, da sind wir dann hochgelaufen bis 4,578. Das heißt, da wären wir tatsächlich sogar ausgestoppt worden, wenn wir die 4,573 gehabt hätten. Zweifacher ATR, Roundabout. Nichtsdestotrotz laufen wir eben hier zum 15:30 Uhr Open. Dann punktgenau allerdings um 15:30 Uhr zurück in diesen Kurs hinein. Gucken wir mal, wie das am Vortag nochmal war. Das war jetzt gestern Mittwoch, wie das am Dienstag gelaufen ist. Was haben wir hier? Naja, keinerlei Price Action, einfach nur Seitwärtsgeschiebe. Da wären wir wahrscheinlich noch nicht mal gefilled vor 14 Uhr. Ja, also wie gesagt, dann wären Anpassungen notwendig. Das Zeitfenster wäre auf jeden Fall 14 bis 15:30 Uhr. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen, weil eben um 14 Uhr beginnt der institutionelle Handel reinzukommen und sich dann besonders auch auf die Kasse eben konzentriert an dieser Stelle. Und dann aus dieser Perspektive natürlich auch sich Anpassungen wiederum oder Ideen formulieren lassen im Hinblick auf den S&P. Einzeltitel, genau. Einzeltitel waren das, was ich noch kurz hier zum Thema machen wollte. Also, wir gucken mal ganz kurz auf Ford. So. Ihr seht, die Charts sind noch in Anführungsstrichen verhältnismäßig nackt. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Ich ziehe den mal hier ganz kurz zurück, damit wir auch eine Idee haben, wo dann gleich die charttechnisch relevanten Level herkommen. Oh, ich sehe gerade, naja, 2015. Also hier kann man auf jeden Fall erkennen, das ist so die 1650er, 16, ja, 1650er Region ungefähr. Da kann man das auch hier erkennen.
Das ist so der Bereich um die Hochs, die da gestern ausgebildet worden sind. Hier ist aber nicht ausreichend Kurshistorie. Da wird man sich nämlich fragen, wie komme ich eigentlich auf die 18? Ich gehe mal ganz kurz hier auf den, auf meinen Chart und da ein bisschen noch zurück in der Kurshistorie. Da hat man nämlich hier, das ist jetzt der Wochenchart für Ford. Wir haben gesehen, da gab es mal einen ziemlichen Hype, das war 2000. Und ja, die Vorbörse, also das Gelbe hier, das ist der vorbörsliche Kurs, der ist relevant deswegen, weil wir nämlich in dem Zusammenhang erkennen können, dass wir offensichtlich uns oberhalb der gestern markierten Earnings-Hochs und auch oberhalb der, das war glaube ich, ich muss mal kurz gucken, wann war denn das? Ich glaube, das war vorgestern. Das war auf jeden Fall am Dienstag, glaube ich. Dienstag oder Mittwoch, müssen wir gleich mal genau gucken. Auch oberhalb dieser Hochs halten können. Und dann sehen wir nach oben, haben wir vielleicht Potenzial bis in die Gefilde hier August bzw. September, August 13, August, September 14 Hochs, roundabout. Darüber würde vielleicht sogar ein Optimist sagen, 19 Dollar als Kursziel. Das wären sogar die Februar 2011 Hochs. Also das wären 10 Jahreshochs, in die wir da gerade laufen. Es sieht auf jeden Fall sehr stark aus, was Ford uns hier präsentiert. Also charttechnisch, aber eben auch beispielsweise in Bezug auf die Earnings, die da rausgegeben worden sind. Beziehungsweise selbst wenn du die Earnings ein bisschen skeptisch beäugst, hast du dennoch an dieser Stelle eben den Ausblick auf eine angepasste Politik im Hinblick auf die Dividende. Was natürlich für einen Value-Titel an der Stelle, also wir sehen, recht extensiert sicherlich, deswegen scheint Pull-in durchaus denkbar gegen diesen Bereich, also obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, die sich hier herauskristallisiert hat. Das, was aber eben, wie gesagt, interessant ist, ist, dass man jetzt Kapitalzuflüsse sieht in die Aktie infolge dieser Ankündigung. Ich will es mal ganz kurz hier zeigen. Einmal hier, da sind die Earnings von gestern. Also Earnings per Share, der hat schon ziemlich überzeugen können. 45 Cent gegen 28 Cent erwartet. Auch der Revenue als solcher, also das waren per se erstmal in sich, waren das schon recht starke Zahlen. Aber es kommt natürlich der Punkt, wir sind natürlich auch schon sehr, sehr mit hohen, großen Vorschusslorbeeren eigentlich gestartet. Also im Laufe der letzten 4, 5 Wochen haben wir hier eine sehr, sehr starke Aufwertung der Aktie gesehen. Kommt von roundabout 12,50 $, 12,70 $ ungefähr und sind jetzt hier in der Spitze. Also bis der Earnings Release kam, schon 25% gelaufen, hatten sogar die 16er Region, also hier diese Gefilde angelaufen, waren zwischenzeitlich über 30% im Grunde genommen Kursaufschläge gesehen innerhalb von 3, 4 Wochen und demnach schon viel Positives eingepreist im Hinblick auf den Earnings Release jetzt. Deswegen gibt es da durchaus die Gefahr eines Buy the Rumors, Sell the News. Aber was wir eben dann haben sehen können ist, Announces Resumption of Stock Dividend in Q4. Und das ist eben etwas, das treibt so einen Value-Titel. Also mindestens kurzfristig, das zieht Interesse auf sich. Da sagst du, die Aktie ist attraktiv. Da kommt natürliche Nachfrage auch von Portfolio-Managern und dergleichen, die dann in den jeweiligen Bereichen Portfolios aufbauen, Value-Titel und so Beispiel. Und die Ford dann erstmal haben so ein bisschen links liegen lassen. Einfach wissen, dass hier an der Stelle keine Dividende ausgekehrt wird. Und das ist eine Ankündigung, die durchaus, ich glaube, 10 Cent soll es dann sein. Also es ist jetzt nicht monströs, aber es ist ausreichend, um eben kurzzeitig Nachfrage zu befeuern. Und ja, wir haben dann eben in der Nachbörse, also ich gehe jetzt hier absichtlich auch in meinen Chart, damit wir dann auch die nachbörsliche Reaktion sehen. Wir haben dann einfach mal hier einen entsprechenden Pump gesehen. Ein Pop auf der Oberseite, auch ein sehr hohes Volumen in dem Bereich, was auch zeigt, das Interesse der Marktteilnehmer war erstaunlich in diesen Gefilden. Und nun ja, wir haben dann nicht nur einen kurzen Pop gesehen, der uns in dem Fall sogar über die Hochs von dem Vortag dann, also gestern, das war Mittwoch, also am Dienstag geführt hat, sondern wir haben sogar darüber hinausgehend noch weitere Dynamik gesehen. Und das ist deswegen brisant, auch jetzt der 17er Bereich, das ist deswegen brisant, weil das korrespondiert hier mit den Hochs von letzter Woche. Es war nicht diese Woche, sondern letzte Woche tatsächlich am Donnerstag. Das ist der Bereich um 16,70 bzw. ein Stück weit tiefer, vielleicht so der 16,50er Bereich. Und jetzt haben wir ein relativ klares Level und auch ein ganz klares Szenario, was wir eigentlich sehen wollen, wenn wir denn einen Lauf in Richtung der 18, vielleicht sogar darüber hinaus sehen wollen. Dieses Level, also 16,50, 16,70 hier an der Stelle, muss gehalten werden. Wir sind jetzt recht weit überdehnt. Wir sind rein charttechnisch eben in diesen übergeordneten Aufwärtstrendkanal hier vorgestoßen, obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Kann also durchaus sein, dass wir zunächst einmal in die Eröffnung einen Flush zu sehen bekommen. Aber sollte dieser Flush nicht stark genug sein, dieses Gap zu schließen, beziehungsweise hier diesen Bereich um 16,50, 16,70 zu unterschreiten, sondern wir sollten uns oberhalb stabilisieren, dann muss man ganz klar sagen, ist das ein potenzieller Bereich, gegen den du long sein willst eigentlich. Und
Ich sage an der Stelle, könnte man Gameplan dahingehend formulieren, dass man eben diesen Flush sieht. 1650, 1670. Ich würde eher 1670 sagen, ausgehend von der aktuellen Bullishness, die sich hier widerspiegelt, dass wir den Bereich um 1670 vielleicht halten können und dass wir dann eben wieder aufdrehen, zurück über den volumengewichteten Durchschnittspreis laufen, uns oberhalb dessen halten können und zu der gegen 1670 aufgebauten Position nochmal hinzu addieren. In Erwartung, dass es dann eben von diesem Szenario hier diesen Pop auf der Oberseite gibt. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, das ist ein insgesamt sehr, sehr attraktives Szenario von die Long-Seite, welches sich da herauskristallisiert. Wie gesagt, 1670 ist so die Schlüsselregion, 1650 vielleicht ein Stück weit noch tiefer. Und das, was diesen Trade meiner Einschätzung nach durchaus attraktiv macht, ist, ich habe das mal hier vorbereitet für Finviz, da kann man das gleich auch sehen. Also Ford ist ein unglaublich liquider Titel. Unglaublich liquide bedeutet, es gehen einfach mal 3,84 Milliarden Stücke um. Shares Float hier an der Stelle. Durchschnittliches Handelsvolumen beträgt 64 Millionen. Gestern sind schon vor der Veröffentlichung der News sind 96 Millionen Stücke gehandelt worden. Das lag schon deutlich oberhalb des normalerweise, also 1,3-fache des durchschnittlich gehandelten Volumens in der Aktie. Das wird sich heute nochmal deutlich erhöhen. Und ja, also das bedeutet jetzt mal anders formuliert, in dem Moment, wo wir einfach solch einen liquiden Titel einfach vorfinden, mit einer verhältnismäßig geringen ATR. Also eigentlich muss ich sagen, ich möchte ja eigentlich eine ATR von mindestens einem Dollar sehen. Die ATR hier, man kann es sehen, 49 Cent, das kommt allerdings jetzt ein bisschen auf die Aggregation an, die wir hier nehmen. Wenn wir uns unsere ATR hier anschauen, die liegt aktuell für die letzten 22 Handelstage bei 44 Cent. Aber egal, wie du es drehst und wendest, du kommst ausgehend von der ATR, 20% davon, eventuell mit einem Risk von rund 10 Cent in den Trade rein. Was natürlich enorm ist, wenn man sich überlegt, dass wir vielleicht auf der Oberseite einen Punkt als mögliches Ziel haben, sollten wir die 1650, 1670er Region eben halten. Also das kann durchaus eine mega attraktive Aktie eben für heute sein. Braucht vielleicht etwas Geduld, das ist kein High-Beta-Stock, wie gesagt, hochliquide, aber das ist eventuell etwas, wo man durchaus mal einen Blick drauf werfen sollte, heute Nachmittag. Ja, das also zu Ford. Hier habe ich noch eBay. eBay hat gestern auch Zahlen vorgelegt und ich will das mal ganz kurz hier auch einzeichnen. Die Zahlen, die waren alles andere als gut. Auch hier saubere Aufwärtstrend, in dem wir uns eigentlich bewegen. Schöner Aufwärtstrendkanal sogar. Neue Allzeithochs, glaube ich, dürfen nicht ganz ins neue Allzeithochs. Könnte ich mir vorstellen, ich gucke mal ganz kurz. Oder waren jetzt, so muss man es eher sagen. eBay. Kurz hier den Monthly uns angucken. Ja, sind neue Allzeithochs. Seit Börsengang zurückgehen bis ins Jahr 2011. Also mega stark, auch schon recht weit gelaufen. Ausgehend von den, ich nenne sie jetzt mal Pandemie-Tiefs, hat sich die Aktie nahezu fast verdreifacht. In diesem Jahr. Gucken wir mal hier, 2000 Eröffnung lag um 50, zwischenzeitlich jetzt auch über 60% gelaufen. Also eigentlich alles bestens, nur, und das ist halt das Problem, die Earnings, die waren jetzt alles andere als sehr stark. Ich habe jetzt mal hier CNBC aufgemacht. Hier kann man sehen, das ist Ford. Und noch ergänzend dazu vielleicht zu der Dividendengeschichte, die haben auch ihre Guidance angehoben. Ja, also neben den Zahlen, die schon sehr gut waren, also alles in allem sehr, sehr solider Datensatz. Aber das nur noch ganz kurz zu weiteren Informationen. eBay, E-Commerce Brand Shares, 5% und mehr nachbörslich. Nachdem das Unternehmen Zahlen rausgegeben hat, das ist hier sehr, sehr überschaubar, ehrlich gesagt, mit einem Cent hier besser als erwarteten Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, was aber viel relevanter ist und das habe ich hier schon parallel für mich notiert. Die haben zwar ein EPS über der Erwartung ausgegeben und die haben auch eine Net Revenue, also einen Umsatz höher als das, was erwartet wurde hier. Von 2,46 wurde erwartet, 2,5 Milliarden wurde ausgegeben für das letzte Quartal. Also alles in allem eigentlich Zahlen, die leicht über der Erwartung lagen, in line. Das begünstigt schon grundsätzlich natürlich eine Korrekturbewegung, wenn du solch einen Lauf hier von 60% im Jahr siehst. Aber das, was jetzt hier für eBay richtig problematisch wird, scheint jedenfalls, ist, dass die Zahl zu den Active Buyers, also die aktiven Käufer auf eBay, dass diese mit nur 154 Millionen ausgegeben worden sind gegen 167 Millionen erwartet. Und das ist natürlich das Kernbusiness des Unternehmens. Wenn jetzt die Käufer wegbleiben an der Stelle, also die Kunden, die potenziellen Kunden, die das Produkt in Anspruch nehmen, dann
hast du schon mal ein erstes Problem, in Anführungsstrichen. Und ergänzend dazu haben wir dann auch eine entsprechende Anpassung des Net Revenues fürs Q4, eine Guidance, die hier unter der Erwartung geblieben ist. Also erwartet wurde die 2,57 bis 2,62 Milliarden. Was ausgegeben worden ist, was erwartet wird seitens eBay, erwartet seitens der Street wurden allerdings 2,65 Milliarden. Also deutlich unter der Erwartung geguided. Und das ist natürlich dann etwas, was dann hier erklärt, wo hier diese Abschläge nachbörslich herkommen. Also das heißt, wieso die Aktie dort derart unter Druck geraten ist. Und ja, das Interessante jetzt hier bei eBay ist in der Konstellation, dass sich ein charttechnisch sehr, sehr interessantes Level herauskristallisiert. Also man kann das hier schon erkennen. So, wenn man den 5-Minuten-Chart einfach ein bisschen zusammenstaucht. Das ist hier eine wichtige Unterstützung gewesen und eine Konsolidierung im Bereich um 74, die gehalten hat werden können über ein relativ langes Zeitfenster, also vom 8. Oktober bis eigentlich hier zum 19. Oktober, bis vor rund einer Woche, anderthalb Wochen. Und dann sind wir nach oben eben aufgedreht und haben eben neue Allzeithochs markieren können. Und durch diese Earnings und diese niedrige Guidance sind wir eben jetzt unter diesen Schlüssel-Support sofort verkauft worden. Und jetzt kommt ausgehend hiervon natürlich dann die Überlegung spielen, naja, wenn wir drunter eröffnen, so sieht's aus, also in der Vorbörse kann man das hier bereits erkennen, erster Tick, auch wenn das jetzt natürlich noch unter ganz dünnem Volumen läuft, aber nichtsdestotrotz, erster Tick ist unterhalb der 74, wenn es nicht gelingt, diesen Bereich zurückzuerobern zur Eröffnung, wir uns unterhalb stabilisieren sollten, vielleicht einen kurzen Pop sehen in diesem Bereich, aber gegen die 74 wieder überrollen, dann ist das durchaus ein Signal, welches nochmal tiefere Kurse in eBay denkbar werden lässt, bis 71,70 dann hier, das sind die Übertreibungstiefs, vielleicht sogar in Richtung der 71er-Region wird dann denkbar. Und auch eBay ist ein verhältnismäßig liquider Titel. Die haben zwar jetzt im Vergleich zu Ford nur 625 Millionen Aktien im Float, also aktuell umgehende Aktien. Aktuell durchschnittliches Volumen liegt bei nur 6,35 Millionen, aber die haben auch eine relativ enge ATR von etwa 2 Dollar. Also das heißt, da kommen wir auch mit verhältnismäßig kleinem Risiko eventuell in einen Trade rein, wo wir dann ja, mit oder gegen die 74 riskieren könnten, um eben einen Lauf in Richtung hier der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung eventuell zu sehen bekommen. Der handeln wir schon ungefähr. Wenn man es großzügig sieht, siehst du ungefähr Potenzial vielleicht sogar bis 70, wenn es hart auf hart kommt. Das ist dann vielleicht längerfristig wieder schon eine Kaufgelegenheit oder eine technisch zumindest interessante Region, die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, aber initial scheint hier die Shortseite für eBay durchaus interessant zu sein, sollte man auf dem Schirm haben. Also Ford eher long, 16,50, 16,70 und eBay eher short, sofern wir nicht zurück über die 74-Dollar-Marke eben tatsächlich laufen können. So, das also zu den Einzeltiteln. Ich hole mal ganz kurz in die Chatbox, einen Augenblick. Okay, Martin schreibt gerade, der ist ja auch im Bereich Range Trading oder Breakout-Ansätzen sehr, sehr firm und eventuell sogar noch ein besserer Ansprechpartner als ich an der Stelle, weil er einfach so aktiv mit dem Bereich unterwegs ist. Schreibt, bei mir hat sich eine Range von 7 Punkten bewährt beim S&P, also Open Range. In dem Zusammenhang verweise ich wirklich gerne auf Martins Expertise an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne die Möglichkeit, über die Trading-Chatbox bei der Webseite miteinander in Kontakt zu treten, euch da auszutauschen. Wenn da nähere Informationen gewünscht sind, beziehungsweise ihr von den Erfahrungen untereinander, miteinander profitieren wollt. Also dafür ist tatsächlich die Trading-Chatbox eben tatsächlich da. Equities, Devisen haben wir, Gold. Ja, Gold brauchen wir nicht viel erzählen eigentlich. Gold ist nicht so spektakulär. Wir rollen erneut über hier auf der Oberseite. Das ist jetzt ein ganz kurzfristiger Chart, nicht so relevant. Bis dahin haben wir es nur schwer geschafft, die 1800 zurückzuerobern. Erinnert euch dran, wir hatten den Verfall, der anstand, der vielleicht der Haupttreiber war für diesen Flushout hier unter die 1800 in Gold am Dienstag, der so aus dem Nichts kam, ohne entsprechenden fundamentalen Treiber. Wir können zumindest hier, und das ist ein leicht positives Signal, die 1780 halten, driften zurück in Richtung der 1800. Wirklich bullisches Signal sehe ich allerdings erst, wenn wir wirklich hier über 813 laufen. Das ist so dieses Hoch um die 22, letzte Woche Freitag, Vorwochenhochs. Das wäre für mich ein klar bullisches Signal, welches dann zunächst einmal hier diese Widerstandsregion 1830, 1835 US-Dollar pro Feinunze aktiviert, eventuell darüber auch höhere Kurse denkbar werden lässt. Also bis jetzt müssen die Bullen sich noch durchaus bewähren, möchte ich mal sagen, bevor ich hier ein goldiges viertes Quartal ausrufe.
Bis dato hat man zumindest mal das Abwärtsmomentum stoppen können, relativ zügig. Jetzt ist allerdings dann auch der nächste Schritt nötig, dass man eben die 8-13 Bereich Vorwochenhochs eben hier in der Lage ist rauszunehmen. Silber kämpft auch mit der 24. Also kämpft ist ein eigentlich übertriebenes Wort. So wirklich kämpfen ist ein falscher Begriff eigentlich. Silber kann sich aber fangen gegen diesen Bereich, findet sich allerdings auch hier in einem eher neutralen Modus wieder gegen die 24er Region. Also auch hier würde ich gerne sehen, dass wir zunächst einmal dann über die 24,20 zurücklaufen, vielleicht sogar überhalb die 24,40 in der Lage sind, nicht nur uns zu stabilisieren, sondern Schlusskurs zu sehen zu bekommen. Was dann die Möglichkeit erhöht, dass es zeitnah nochmal einen Push in Richtung der 25 gibt. In Summe ist allerdings hier dieses jetzt choppige Seitwärtstreiben keine so große Überraschung, nachdem wir eben am Dienstag diese Trendstruktur hier gebrochen hatten. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich mich aus meiner Long-Position hier, die ich gegen die 23,20 auf den Weg gebracht hatte, erstmal verabschiedet habe. Einfach weil das ein erstes Signal ist, dass sich der Gesamtcharakter einfach im Edelmetall hier, beziehungsweise also in der Preisstruktur, beginnt zu verändern und eher wahrscheinlich ist, dass wir seitwärts jetzt driften. Da bräuchten wir jetzt ein relativ klares Signal, welches dann auch wieder zeigt, die Bullen sind jetzt wieder am Drücker, übernehmen das Ruder und entsprechend wird dann hier eben nochmal gegen die 24 deutlicher bullisches Momentum aufgenommen. Bis das ein klares Signal ist, bis das geliefert wird, würde ich hier tatsächlich mich eher zurückhalten wollen. Also aktuell, wie gesagt, bin ich flat in Silber, habe das natürlich weiter auf dem Schirm, weil ich denke, das war durchaus eine imposante Gegenbewegung gegen diese Region hier um die 22. Das Verteidigen dieser Region erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es da früher oder später zu einer sehr scharfen Aufwärtsbewegung kommt, die uns in Richtung 25 und auch deutlich darüber führen kann. Aber aktuell ist auf jeden Fall ja, das Kapital an der Stelle eventuell anderweitig besser tradingtechnisch unterzubringen als hier. Da müssen wir erst ein ganz klares Signal eventuell abwarten, dass da geliefert wird. Das also noch zu Gold. Wir können auch einen kurzen Blick werfen auf Bitcoin. Das sieht gut aus. Erstmal, das sieht gut aus, weil wir haben nämlich gegen die 58er Region hier offensichtlich uns fangen können in dieser Abwärtssequenz. Gewonnen ist zwar noch nichts, aber nichtsdestotrotz ist es ein erstes positives Signal, was da geliefert wird. Dieser, ich nenne ihn mal kleiner Ausverkauf bis in Richtung der 50.000er Region kann eventuell verhindert werden, vorausgesetzt, wir können jetzt diese Abwärtssequenz hier natürlich rausnehmen. Also das heißt, es gilt es an der Stelle nicht nur die 60 zurückzuerobern mit der Bodenbildung gegen die 58, sondern eben auch, dass wir uns oberhalb stabilisieren. Eine Möglichkeit wäre, Bruch zu sehen zu bekommen und dann eine Konsolidierung oberhalb von 60 horizontal mit dem nächsten Leg auf der Oberseite. Alternativ gibt es gegen diesen Bereich nochmal einen kleinen Abpraller, aber wir machen dann ein höheres Tief. Also das heißt, wir können an der Stelle den Bereich um 59.000 bis 59.200 können wir verteidigen. Also beziehungsweise drehen gegen den wieder auf, finden wieder Nachfrage, riskieren dann gegen diese Tiefs hier um rund 58 an der Stelle. Haben also ein Risiko von rund 1000, 1200 US-Dollar. Und dann spekulieren wir darauf, dass es von hier dann ein Aufdrehen gibt. Also ich zeichne das mal ganz kurz ein. Einen Moment. So. Reden ist ja ganz schön, aber. Also zwei Szenarien. Das erste Szenario ist dieses. Wir brechen rüber, konsolidieren und setzen dann oben drauf. Das ist Szenario 1. Szenario 2 mache ich mal hier in Blau. Wir setzen auf diese ehemaligen Hochs. Das ist diese Region hier. Ja, da wo links jetzt meine Maus ist. Setzen dann gegen diese Region auf und traden so. Im Falle von Blau liegt mein Stop hier unterhalb der 58. Im Falle dieser schwarzen Überlegung wäre mein Stop hier knapp unterhalb dieser Konsolidierungszone. Beides würde übrigens als Ziel den Bereich, ich würde mal sagen, hier so 53,5, 53,8, also erstmal diese Region, beziehungsweise 63, beziehungsweise vielleicht darüber auch die 64er Region erstmal als Ziel haben und darüber dann den Bereich Allzeithoch, Region 67.000 Dollar, Pi mal Daumen.
Ja, das so meine Gedanken zu Bitcoin. Mal schauen, ob dieser Bruch hier stattfindet. Sollten wir hier überrollen und nochmal tiefere Tiefs markieren, dann wäre das mit Sicherheit ein Signal, dass nochmal eine tiefere Korrektur einzukalkulieren wäre, wo das Ziel dann wahrscheinlich zu suchen und zu finden wäre um 50.000. Rundes Level, ehemalige Hochs ungefähr, dürfen wir dann auch vielleicht damit zusammensetzen, hier mit dieser Aufwärtstrendlinie, die Tiefs hier verbindet aus dem Juli beziehungsweise hier aus dem September. Das müssen wir aber erstmal abwarten. Also, das wäre dann auch vielleicht für längerfristige Fraktionen von Interesse. Aktuell ist eben die Frage, gelingt das jetzt hier, diese Trendlinie zu brechen, uns drüber zu halten? Falls ja, okay. Dann horizontale Konsolidierung, bullischer Run. Wenn wir nochmal hier überrollen und auf diese Hochs hier, diese Region um 59 aufsetzen, haben wir hier ein Level, gegen das wir riskieren und spekulieren dort, antizipieren, nehmen vorweg, dass es eben einen Bruch über diese Trendlinie dann aus diesen Gefilden eben tatsächlich gibt. Ja, und das wäre es soweit nunmehr meinerseits tatsächlich für heute dann erst einmal gewesen. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, ob ich hier eine Frage übersehen habe. Sehe aber nicht, sieht nicht danach aus. Dann wäre das tatsächlich soweit für heute. Das Morning Meeting ist mal gewesen, ja. Also, ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen, gerne unterhalb dieses Videos jederzeit stellen. Und wie gesagt, auch die anderen Kanäle, die ich zu Beginn des Videos gesagt habe, gerne ansteuern. Twitter, E-Mail, Trading-Chatbox bei mir auf der Webseite, Discord-Community beispielsweise auch. Ich würde das nochmal ganz kurz hier vielleicht schreiben. Einen Moment. Einmal Leute einladen. Zack, Discord. So kopiere ich. Da gibt es dann auch nochmal meine US-Markteinschätzung eben entsprechend jeden Tag. Und ja, soweit meinerseits. Also, happy trading, passt auf die Stops auf. Morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting hören wir uns wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann.